Willkommen zurück zu Let's Play TKKG. Wir spielen das 12. Spiel Alarm in der Geisterbahn, aber im Moment sind wir gar nicht in der Geisterbahn, sondern in Karls Zimmer. Und ja, da waren wir auch schon mit Tim, aber mit Klößchen und Gabi müssen wir noch hin. Aber ich hatte ja angekündigt, noch ein paar Kommentare vorzulesen. Und das werde ich jetzt nochmal machen. Und zwar habe ich ja beim letzten Part gesagt, welches Spiel möchtet ihr als nächstes spielen? Und da hat der Dragonstorm wieder geschrieben und hat gesagt, ihm hat der letzte Teil, den ich gespielt habe, also das mit dem Feuerteufel, gut gefallen. Und als nächstes würde er vielleicht gerne das mit dem Freizeitpark haben. Diesen Wunsch habe ich ja schon erfüllt. Und er würde sagen, oder er würde vorschlagen, dass ich am Ende eines Let's Plays immer nochmal alle Teile zeige, die es noch gibt, die ich noch nicht gespielt habe, damit die Zuschauer das besser halt abstimmen können, was sie sehen wollen. Das Ding ist, ich bin immer davon ausgegangen, dass die Leute, die meine Let's Plays schauen, irgendwie schon die meisten Spiele kennen. Das würde ich gerne mal wissen, vielleicht als Frage dieses Mal. Ihr, die ihr zuschaut, kennt ihr dieses Spiel schon oder kennt ihr andere Spiele oder kennt ihr noch gar kein Spiel und so weiter? Das würde ich gerne mal wissen. Ja, ich habe jetzt da noch einen anderen Kommentar, aber den lese ich dann ein anderes Mal vor, denn wir wollen ja jetzt auch endlich weiterspielen und nicht die ganze Folge lang nur Kommentare vorlesen. Hi Karl, sag mal, wir gucken uns in Snappyland die Augen aus und du hockst daheim vorm PC? Ich bin ja selber auf Achse Klößchen. Aber es kann ja nicht verkehrt sein, ab und zu meine E-Mails zu checken und im Internet zu stöbern. Ja schon, aber doch nicht andauernd. Ja, heutzutage kann man das problemlos gleichzeitig machen. Also im Snappyland die E-Mails lesen. Damals ging das noch nicht. Aber ist schon eine Frechheit, ne? Sie suchen irgendwie seinen Kollegen da. Klößchen, ich zeig dir mal meine Ausbeute von letzter Woche. Ein andermal vielleicht. Wir wollten doch verhindern, dass es mit dem Gänsemann ein schlimmes Ende nimmt. Schon vergessen? Ja, die anderen suchen nach seinem Freund, die anderen suchen nach dem Gänsemann und Karl lädt hier irgendwie gigabyteweise Zeug aus dem Internet. Ich zeig dir mal meine Ausbeute von letzter Woche. Alter, hat eigentlich die Firma Sauerlich eine eigene Homepage? Und komme jetzt nicht mit dem Spruch, Schokolade lässt sich leider nicht downloaden. So viel ich weiß, entsteht gerade eine. Aber ich halte mich da raus. Mir hat schon gereicht, dass mich mein Vater für seinen letzten Werbefeldzug eingespannt hat. Ja, das haben wir wohl schon gesehen. Das ist nämlich diese schöne Dose Ach, hier. Ach nee, was haben wir denn hier? Ich weiß noch, wie mein Vater uns allen eine dieser Spardosen mit einem Schokotaler drin in die Hand gedrückt hat. No. Und ich dachte die ganze Zeit zuvor, ich würde für ein Familienporträtmodell sitzen. Bestimmt ist das bloß eine dieser Sauerlich-Traditionen. Wie der Vater, so die Reklame. Ja, naja. Sag mal, häufst du heimlich Reichtümer an? Ich kann halt rechnen. Und die besten Dinge gibt es sowieso umsonst. Karl rastet richtig aus, er mit seinem Download-Kram. Auf dem Foto hier siehst du ja unheimlich aus. Mit den roten Augen. Ja, das lag am Blitzlicht. Kennt man ja. Nach der Quizshow war ich tatsächlich ein, zwei Tage bekannt wie ein bunter Hund. Da ist doch ein VIP-Ausweis ein passender Gag. Auf Verlangen vorzuzeigen. Ja, würde ich überhaupt mal sagen, dass wir den mal mitnehmen und dann einfach mal uns dort als VIP oder als VIP ausgeben. Im Park, wo wir gleich wieder hingehen werden, aber wir gehen noch einmal kurz mit Gabi zu Karl. Na Karl, hast du schon was Neues in Erfahrung gebracht? Zwei, drei Tauschbörsen scheinen mir ganz interessant. Sie stellen Downloads für Kinofilme zur Verfügung. Bei einer Highspeed-Verbindung wäre es ein Klacks, innerhalb kürzester Zeit die neuesten Blockbuster zu saugen. Eigentlich habe ich eher an unseren Fall gedacht. Was ist das denn eigentlich für ein Spiel überhaupt? Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass Karl also da wirklich alles Mögliche runterlädt. Ich meine, dieses Spiel richtet sich ja irgendwie an ziemlich junge Kinder, die davon wahrscheinlich noch keine Ahnung haben. Und denen wird einfach mal verklickert, hey, zahlt doch nicht für eure Musik oder Spiele oder Filme, ihr könnt doch alles im Internet runterladen. Wow, der Bildschirm ist ja eine Wucht. Wie kommst du eigentlich zu dem neuen Rechner? Ich habe meinen alten Computer im Internet versteigert, dann Nachhilfe in Mathe gegeben und wegen der fehlenden Kröten meinen Vater in den Ohren gelegen. Er hing ja selber oft an meinem Rechner ab und hat geschimpft wie ein Rohrspatz, weil der Arbeitsspeicher unter aller Kanone war. Letztendlich hat er ein gutes Angebot gesehen, bei dem wir beide schwach geworden sind. Karl, du bist der geborene Stratege. Ja. Sagt
Penny von Big Bang Theory. Das ist nämlich die gleiche Sprecherin. Und Carl ist ja auch der von Big Bang Theory. Wie heißt er? Howard, genau. Carl ist ja die Stimme von Howard oder andersrum. Und die Stimme von Penny ist die Stimme von Gabi. Die neue Wumba Chamba, hm? Also gegen eine Hörprobe hätte ich nichts einzuwenden. Das erste und das siebte Lied sollen am besten sein. Du brauchst sie nur anzuklicken. Ja, geile Mucke, das wusste ich gar nicht mehr. Sind das wirklich Wumba Chamba? Das soll noch eines der besseren Lieder sein? Die Band wollte sich weiterentwickeln und hat ihren Stil geändert. Fragt sich, ob die Fans das mittragen. Also worum geht das hier eigentlich? Ist das ein Detektivspiel oder reden wir über Wumba Chamba? Ganz im Ernst, früher, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt wieder wisst, doch, aber da gab es ja immer diesen alten, bei diesem alten Windows Media Player, also nicht der ganz alte, sondern der, wobei ganz alten glaube ich auch, aber der am Anfang mit Windows XP mitkam, da gab es auch immer diese Animation. Gibt es die jetzt noch? Soll ich sowas, was man hier gerade gesehen hat? Wir können vielleicht nochmal Track 7 angucken. Diese hier. Und es gab auch so verschiedene Player-Designs. Das konnte man halt auch so. Ich weiß nicht, ob das jetzt genauso aussah, aber so ähnlich. Also sorry, ne? Aber Wumba Chamba Tracks klingen ja anscheinend alle gleich. Sehr gängig. Das klingt überhaupt nicht mehr nach der Band, wie ich sie kenne. Ich glaube, die CD lege ich mir doch nicht zu. Siehst du? Manchmal ist es eben doch gut, sich im Internet umzusehen. Ja, geil. Ach, können wir nur einmal anhören, das ist ja schade. Wumba Chamba, ey, was ist das eigentlich für ein Kram? Ach ja, wir haben mit Klöß ja noch gar nicht hier auf den, auf den Desktop geklickt. Komm, Klößchen, ich zeig dir mal meine Ausbeute von Stopp, das haben wir doch schon gemacht. Aber, was mir gerade einfällt, wir sind jetzt eigentlich mit allem wieder einmal durch und ich scheine jetzt schon stecken zu bleiben. Vielleicht schauen wir mit Karl nochmal rein. Keine Mail von Sascha. Keine neue Mail, ja. So, wir räumen jetzt auch schön auf und dann würde ich sagen... Können wir eigentlich den VIP-Ausweis mitnehmen? Ich glaube nicht, ne? Meine VIP-Karte. VIP. Very important... Hatten wir alles schon, das hatten wir schon. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal ins Snappyland. Können Sie mir sagen, wo sich die Snap... Laufen hier auch Leute im Gänsekostüm herum? Laufen? Nein. Also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt schon wieder nicht weiter weiß. Also ich schaue einfach mal in die Notizen. Keine neue Notiz, okay. Sind die Mitarbeiter eigentlich vertrauenswürdig? Haben Sie einen 20-jährigen Burschen mit blonder Haartolle gesehen? Schon möglich. Aber wenn nicht gerade Prominente wie Gewinner einer Quiz-Sendung hier herumlaufen. Oh, guck mal. Das ist ja schön. Da haben wir nämlich gleich 5 Fragen. Auch ein neues Feature, was erst in neueren Spielen auftaucht. Wird Snappyland gut besucht? Seit der Eröffnung haben wir regen Zuwachs. An Wochenenden, den Feiertagen, in den Ferien und generell bei schönem Wetter rechnen wir mit neuen Besucherrekorden. Schwierig wird es erst mit Einbruch des Winters. Sicher zeigen sie dann viele Shows und Varieté. Jedenfalls etwas im Warmen. Gut, dass wir Frühling haben. Im Winter sind doch solche Parks geschlossen, oder nicht? Wie würde sich ein schlimmer Unfall auswirken? Ein Unfall? Für unsere Sicherheitssysteme lege ich meine Hand ins Feuer. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich war bei der Planung dabei. Eine durch uns verursachte Panne wäre sehr schlimm fürs Image. Du kannst dir sicher denken, dass der Park gegen Unfälle versichert ist. Und gegen höhere Gewalt ist man sowieso machtlos. Ich stelle mir gerade vor, wie ich mit der Achterbahn fahre und die Flugbahn eines Vogels kreuze. Ich glaube, bei dem Tempo würde jeder von uns federn lassen. Ja, lustig. Naja. Ist Ihr Outfit nicht etwas zu spacig fürs Mittelalter? Sind wir hier gerade in der Mittelalterstadt oder was ist das hier?
Eigentlich total langweilige Frage, aber ich denke, wir fragen einfach mal alles. Ich bin ein Space Harlequin, ein kosmischer Narr. Tada! Das Kostüm habe ich selbst entworfen. Schon als Kind habe ich mich für Science-Fiction und Zeitreisen begeistert und die Geschichte von dem Typen verschlungen, der in die Zeit König Arthurs versetzt wird. Ja, klar, ich kenne das Buch. Es ist von Mark Twain. Ja, super, Frau Warnsiedler. Das ist ja interessant. So. Ist ihr Auto? Wo finde ich diesen Pepe? Er ist näher, als du denkst. Siehst du die Zunftschilder? Eines zeigt das Rote Kreuz. Wenn du medizinische Hilfe brauchst, kannst du dich dort an unseren Sani wenden. Ach, und ich dachte, alles wäre hier Fassade. Danke für den Tipp. Ja, das ist hier vorne. Hier ist dieses Zunftschild. Und hier sind noch verschiedene Zunftschilder offensichtlich. Ich würde aber einfach mal sagen, wir stellen noch kurz die letzte Frage. Läuft Pepe manchmal in einem Snappy-Kostüm herum? Okay, das ist noch eine neue Frage, die total bescheuert ist. Als Sanitäter? Nein. Es gibt strenge Regeln, zu denen auch gehört, dass jeder für sein Kostüm verantwortlich ist und nicht reden soll. Außerdem ist Pepe nicht gerade der Schlankeste. Hm, und einen rundlichen Dr. Snappy gibt es ja bislang nicht. Den könnte Klößchen ja auch machen. Läuft Pepe? Ist ihr Outfit nicht? Wie würde sich ein Schritt Snappyland gut bis... Kennen Sie die Leute in den Snappy-Figuren näher? Ich kenne ihre Namen, aber die werden bei uns nicht herumposaunt. Außerdem, du würdest doch auch nicht wollen, dass jedermann weiß, was du privat machst. Das ist mir wurscht. Ich habe ja nichts zu verbergen. Wieso denn privat? Das ist doch beruflich. So, ab zu Pepe. Na, amigo? Hey, du bist doch der Junge, der sich gestern nach dem Achterbahnfahren übergeben musste. Aha. Weißt du noch? Ich wollte helfen und du hast nur abgewunken. Ach, Sie waren das. Es war mir ja so peinlich. Nachdem erstmal alles raus war, ging es mir bald besser. Sie sind also Pepe, der Sanitäter. Mich nennt man Klößchen. Naja, warum wohl? Und mich hat man immer Don Tortilla genannt, nach meinem Lieblingsgericht. Omelette in allen Variationen. Einen Moment noch. Dann können wir uns in Ruhe unterhalten. La pinta lo de menos, chalala. Was ist so ein Gordo menos, chalala. Ja, also... Er singt da noch irgendwelche südamerikanischen Volkslieder oder ist das Spanisch? Pepe? Oder Portugiesisch? Wie auch immer. Auf jeden Fall wäscht er sich hier stundenlang die Hände. Gleich. Mañana cuando te marches, no me despiertes, quiero dormir. Das ist, glaube ich, Spanisch, oder? Alles, was Pepe alias Don Tortilla in seinem Job so braucht. Ja, gehen wir gleich bei, würde ich sagen. CHCL3. CL. Stand das nicht für Chlor oder so? Ich sollte Pepe nachher mal danach fragen. Das ist nämlich Chloroform, steht hier auch. Ja, und wenn wir uns jetzt umdrehen, wir hören ja gerade schon, der Kollege so, hat auch gehört. Ich hoffe, ich habe dich nicht so lange warten lassen. Ach, und lass das lästige Sie weg, amigo. Mach ich, Pepe. Danke. Bekommt man in diesen Snappy-Figuren keinen Kreislaufkollaps? Das ist schon vorgekommen, aber eher die Ausnahme. Es gibt eine Verordnung, die Pausen regelt. Die spielen sich aber bei den Umkleideräumen ab, weg vom Publikumsverkehr. Manchmal sehe ich dort nach dem Rechten. Das ist sehr fürsorglich. So, ich würde einfach vorschlagen, dass wir noch schnell die andere Frage stellen und dann, eine Pause machen. Ach, guck mal. Oh Gott, 5 Fragen. Okay, dann stellen wir die erste und machen dann die Pause. Warum fahren bloß so viele Leute auf Achterbahnen ab? Na, es geht denen um den Kick. Bei augenscheinlicher Gefahr wird Adrenalin freigesetzt. Das ist ein Hormon der Nebenniere und mobilisiert den Stoffwechsel. In geringen Dosen steigert es das Wohlbefinden. Also bei mir gibt es dann wohl nur den vollen Alarm.
Ja, Klößchen muss ja mal gleich brechen. Haben wir erfahren. So, und mit dem Doktor reden wir das nächste Mal weiter. Im dritten Part vom Let's Play. Bis dann. Ciao.